guten Abend. Ich begrüße euch herzlich zu unserer ersten Emission vom Test. An unserer ersten Testrevue gehen wir ein bisschen zurück an Zeit, für genau zu sehen, ein Jahr. Wir gucken den Film für die Kommunion 2004. Danach weisen wir ein Reportage über die Beinpflanzen vom Jahr 2004. Und anschließend ein Reportage über die Gläsenheit zu Stesel. Wir wünschen euch viel Spaß. Schönen guten Abend. Das war Marie-Lou Bossio, das auf dem Tag genau den 1. April 2005 die erste Emission von der Television Stesel angesucht hat. 10 Jahre Gemengen Fernsehen zu Stesel, das sind 200 Emissionen an 1000 Insel beiträgt. Das waren Flottmomente, aber auch Männerflottmomente. 10 Jahre Geschichte aus einer Gemenge, die uns für immer erhalten bleiben. Television Stesel ist am Gang, die Missionen neu zu digitalisieren und zu katalogisieren. Hallo aber zu unserem Programm von Haut, an die Feierdeis ob der Ausstellung und Galerie am Dorf. Je fais la sculpture, au début aussi de la peinture, mais c'est la sculpture qui a emporté. Donc les sculptures sont en résine, en bronze, en terre cuite, en pierre, petit granit surtout. Ich male schon von klein auf immer ganz gern. Ich habe aber nie studiert, hier zu malen. Ich meine das als Hobby, ein Hobby, das mir eben das gibt, dass ich mit anderen Leuten Kontakt habe, wenn ich auf Kurse gehe, wo da Freundschaften kommen, wo ich auch da ganz viel beilehre, von meinem jeweiligen, die mir in dem Moment die Kurse gibt. Es sind immer Gemeinschaftskurse. Und ich bin eben Fried mit den Färben, mit den Produkten, Collagen, für alles anzuschaffen. Ich mag keinen Plan, wenn ich Bild male. Ich meine einfach, wie ich mich fühle. Das heißt, heute gehen sie ein bisschen mit Duster, heute gehen sie aber auch super lustig. Das ist auch meine Laune. Auch vielleicht ein bisschen mit dem Wetter hängt das dann zusammen am Alter. Und das ist eben einfach ein schönes Hobby. Und ich will noch lange weiter mehr, wie es geht.
An unserer Serie Lesungen am Kulturhaus ist es um José Braun singem letzten Roman Armagnac, den er von Christian Krämer vorgelesen hat. Das ist das Kader von unseren kulturellen Aktivitäten. Kulturelle Aktivitäten über Kabarett, Konzerte, Theater und alle anderen Manifestationen. Wir haben auch angebaut, für Lesungen zu machen. So. Heute Abend haben wir die Chance, die vier, drei, ich formiert Artisten und Artistinnen einzuholen, für uns vorzulesen als einem Werk von Lucy Braun, das letzte Werk, das Lucy Braun geschrieben hat. Und das ist den 1. Oktober 2012 rausgekommen, dass sie das dritte Mal geschrieben hat. Das Manuskript kam los an den Armand Jägerson. Rauskommen, 2012. Dann fängt dann noch mal vier an, beim ersten Kapitel lesen ich natürlich nicht alles, aber dem ersten schon mal ganz viel. Mit einem Puffert fährt der Bischel von der Bierflasche. Den Dodegräber hält zwei Gehäre Schluppen und stellt die ungebrachten Klausen an Hannisch an die Kirchfischspur. Dem sei Wasser als eiskal und geht nie temperiert, auch wenn die Luft drüber von Gloss zittert. Ein Sommer wie ein Sang. 35 Grad gief net de Mütte schon am Radio gesot. 30 sind da bestimmte los schon im Mehle Wauer. Dat geht weil es ein drängen Mond so. Bläder und de Beem gibrung, teier die kei full mei. Um Kirfischt as außer him kei Mönch. Das los ein dritter laschte Flasch, je muss gucken, dat den Tlach fertig kriegt, für bei de Griechen op Gär zu kommen. An den dicken Mauren von der Wirtschaft as et nach Kiel. Dangi kann ihm eng zu sich Schmier machen, daheim wird kein Opien, sondern das Sein sich durch die Bosch gemacht hat. Sonnebrand hin oder hier, ihr strippt sein verschwesten Tier über den Kopf, zieht ein Kehr durch die Buhr, dreht es aus und hängt es über ein Nilchenspam. Da sind 20 Minuten erst drischen, bis du ihn aus hier fertig mit dem Loch. Der Boden von der Grieve ist unterschiedlich, den heute aus glücklicher Weise der Schroster kein. Alle, der Spur an der Grab erschöpfen Trump. Kirchenauer pengt den Deierlicht Feierl und Belef, ein Einzeldau flieht aus den Truelje vom Turm. Ob den Auerschlag bricht den Dodegräber Batti Flasch mit dem linken Fuß an. Wege tun hätten sich nicht, mehr nass, wenn ihn der so darf sohn, zu Doder feiert. Hier weiß am Hannerkopf, dass er noch ein Erlöt getrippelt ist, an die durchgetrippelt wird. Über dem sind ungenähert Flucht, versichten den Fuß nicht frei zu kriegen. Wenn er fertig ist, wird er nach 12 vom Schung gebretzt. Er verliert all Respekt für und der Leich, weil er weiß, wem singe das. Er raumt drei vermuschte Brüderstecker vom Sachsteckel ob Zeit, gehäutsamt Gras, weiß für den Amend nicht einmal dünn zu fänken. Das ist nicht viel Schönes, wird du an der Halle vor Oppener Lüt gesagt, mir hier nass nach von der echten Mam und hört schon mehr Schroes gesehen. Dat du als Schüss nach einer Schanke Menschen in Repur fatzen. Wenigstens stinkt Louis Tull nicht mehr. 1952 ist er gestorben, steht im Graf stehen, und die Leute wussten damals für 24 Jahre, wo er gestorben ist. Er hat sich tot gesoffen, sagten sie. Heute gebe ich ihn, und hat ein lieber Zirrhus gehabt. Hier, der Batti Flasch war damals ein junger Kerl, nach Bella Rutzbauf, mit die Wecker Leute, wo sich auch nach einer Sache vom Tull erzählt. Nicht gut. Genies aus dem Maus, denke ich, gehen. Vom Louis engem Kostüm, den Freiheim für ein Blut verpasst hat, ist wirklich nicht mehr viel übrig. Ein paar ursche Lumpen. Eppes aber springt dem Dodegräber an den. Pischt ihm mit einem Stück Fatz um Schung. Ihn hieftet mit zwei Fanger ab und wäschtet am Buhr. Das ist knapp. Kein vom Louis engem Begriffnispaltung. Das ist knapp, den an der Blut nicht verloren wird. Ein von einer Uniform. Ein, der nur nicht so schillig ist, wie neu an der Sonne blinkt. Der Batti sticht den Knabber an den Boxentasch, ohne genäht zu wissen, für was. Für den Rest steht hier nur an der Sonne zu verlehen. Vom Mill vom Louis auf seinem Anne schenkt es kein zu gehen. Nobren hat den Tanne am Gärt gesehen, muss Terras und Treberhof getrollt gewischt sein. Auch ob der Biber gemein als keiner am Stand gewischt, für ihm, dem Dodegräber, zu sehen, ob ein Lach links oder rechts vom Kreuz soll ausheben. Er hat die Längsseite gewählt, da Joma weiß für wert. Da könnte Louis sein Anna eben ob den Louis leihen. Den tät ihm nicht mehr.
Bezuelen dat eng echt klentsch, mat der drëpp fir de knapp. Den Doudegräwer denkt ugestrengt no, er kann echt van de Wett géint den Handel gif schwätzen. Menget Wegen, zit den Schëlleren. De Basiler wëscht de knapp, er sticht den Antiermatesch. Iwerdeems den Doudegräwer bat die Fläsch sich wundert, dat den Awell eng Gerb vum Wecker Porrettenklub an eng vum Kirchegesang op dem Anetul sein zougeschöpften Gräf ze Tessle krut, setzt de Bandpreter Basil Römen op enger Bänk bei der Sier. De Schiert krit vun de Pöppelen, die vun der Bregubis bei d'Mille Lenschtwässer stehn. Net den allergeringsten Hauch geht durch die Kronen. Gewen sogar Mengen Zier wie een einzigen dodischen Dümpel. De Schäferhund Flix leid de paar Meter weg am hege Gras lenscht duver vom Vier an er sind tomt. Alle Logim auf der 16. Salon du Vin von der Amical Stesel. Viel Spaß! Der 16. Salon sind wir natürlich ganz stolz wie alle Jahre, für so viel, dass wir 29 verschiedene Exposanten hier auf der Foire zu haben. Es ist ganz wichtig für den Steseler Basket. Wir sind extrem froh, dass so viel geschafft wird am Kader von unserem Verein, den natürlich ganz viel Mühe braucht, auf dem Niveau zu spielen, wo wir das Jahr als Bestätigung wahrscheinlich oder hoffentlich einen Titel werden davon drohen. Hier im Salon, wie gesagt, 29 Exposanten, 8 Länder, das gehört mit dem Marokko als ganz Neutland, haben wir das Jahr noch nicht dabei. Sind wir ganz froh. Wir haben an unserer ganzen Equipe 600 Menüs, die wir die nächsten 3 Tage werden präpariert gehen. Das ist extrem viel Arbeit, also ganz großen Opfer, dann große Merci und die ganze Equipe, die hier mit ganz viel Ersatz schafft. Das ist schon für die 16. Kehr, dass Amical Stesel heute zu Stesel den Salon du Vin organisiert. Und noch wie alle Jahres, die Jahre für die Rundwert, möchte das zunächst den Leuten ein gutes Menü präsentieren. Und zwar als Freitagsabend. Wie gesagt, immer als ein Hauptmenü, wo wir heute Abend einen Lachsforellentag da haben. Und dann noch gibt es Maispoulade mit einem Jus vom Granatäppel. Und dann noch gibt es den Brie, den affiniert das mit Olivenöl und mit Romarin. Und dann den Morgen gibt es dann Blanquette de Veau mit Reis. Und dann als Dessert gibt es dann da auch nicht einmal, wie immer traditionell, was immer gut beim Wein passt, das sind als Käse. Sondern dann, wo wir dann den Aufschluss machen, da haben wir dann das Jahr mal etwas anderes. Da gibt es den Escalope Creme Champignon mit Fritten und Salat. So, das war das Menü von der 16. Edition vom Salon du Vin. Und wie gesagt, auch wenn die Leute reinkommen oder kommen sehen, sollen sie los schon vielmals merci. Grüß Gott. Wir freuen uns, dass wir wieder hier in Steinsel sein dürfen. Wir sind die österreichischen Vertreter hier in Steinsel in Luxemburg. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, dass wir unseren grünen Veltliner hier bekannt machen. Es ist hier ein wunderbares Ambiente, viele französische Regionen, Spanier, Portugiesen, Italiener. Es ist hier wunderschön. Es sollte jeder Luxemburger einmal hierher kommen. Dankeschön. Erstens ist Amalan, der Präsident vom Basket, der Präsident vom Supporterclub. Kollegen aus dem Chef der Gemeinderat, Madame und Herr Deputierten, die Damen und Herren, Leif Weinprodukteuren,
Lieber Mitglieder, der 16. Salon du Vin, das ist eine Tradition. Wir sind froh, dass der Basket das Fertigbrot wird aus dem Anfang, den 17 Jahren stattfindet, 16 Jahren stattfindet, 15 Jahren stattfindet, dass das weitergegangen ist, dass das halt ganz große Success. Wir wissen, dass der Basket etwas abhängt, dass das immer realisiert. Wir haben in dieser Zeit, in der Vergangenheit, so Mostern, wenn man ein Hobbymarkt gehabt, das leider nicht mehr, denn der funktioniert leider nicht mehr. Ich glaube, nur der Salon du Vin, der wird immer ein größeres Reussi, das geht auch. Die Ausstellung, die eine grenzübergreifende Dimension hat, sind nicht nur Lützburger Produkteuren, auch aus dem Ausland, die haben ihre Weine, ihre Delikatessen zur Wand offrieren, wo sie friedlich kann. Approvisionieren und wo auch den Michael Steinmetz und den John Peters sich können anlehnen für den Quin du Vin interessant und gut zu gestalten, hier an unser Herr zu stehen. Den als den sympathischen Objektiv zum Beste gehen wird, an ich invitiere mich für eine Tour bei 6% zu machen und darüber hinaus zumindest für mich und hoffentlich für ich den Salon für das Jahr ab. Merci. Wir sind 20 Stesel, 35 Jahre, also ein langer Moment. Viele Leute, die viel geschafft haben, ein super Komitee, ein immens gut zusammengeschafft. Eine Equipe, die inkomparabel ist. Als Damen-Equipe, eine Serien-Equipe, die formieren eine super Ambiance zusammen. Das hat doch ganz viel dazu beigetragen. So Damen und Herren, ich muss einen Haar teilen, und die funktionieren so gut. Wir hauptsächlich all die Leute unter uns, also den Supporter-Club, den wir haben, die Jungen, die wir haben, die ganz Kleinen, die wir haben. Als YMCA, als Comedy-Schleier, gemengt, die das hier wirklich extrem Gas genügt, das ist respektabel, super.
Centre Musical de la Vallée d'Alzette zu Stesel an der Kirch gehéiert zu dem kulturellen Mast an der Gemeng Stesel. Och dëst Joer wat est even Mendrem ganz gut besicht. Thank you.
wird die Mission für heute. Wir sehen uns am 15. April. Ist und ich merci für's Nachgucken. Bis ganz geschwind.